Wir haben eine App programmiert, die Zitate falsch zuordnet. Ihr kennt das Konzept, also die App nimmt ein Zitat, stellt einen falschen Urheber oder eine falsche Urheberin drunter, dann kann man das lesen und dann kann man das so Tinder-mäßig nach witzig oder nicht witzig wischen. Also ich bin nicht bei Tinder, aber ich glaube, das ist das Konzept von Tinder. Man sieht etwas und kann es nach witzig oder nicht witzig wischen. Gut, ich bin doch bei Tinder. So habe ich Boris kennengelernt. Das war so, ich habe Boris gesehen und habe ihn nach witzig gewischt und Boris hat mich gesehen, hat sich verwischt. Diese App, das ist jetzt im gewissen Sinn auch ein bisschen Maschinenhumor. Ich lese einfach mal ein paar vor. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. John F. Kennedy. So, da können wir uns ja schon auf was freuen. Also das die Art Humor ist, die Maschinen haben. Was habe ich hier noch? Deine Mutter, Sigmund Freud. Guten Freunden gibt man ein Küsschen, Judas. Hey, 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 hier kommt Alex, Vorhang auf für seine Horrorshow, Alexander Gauland. Das Special Interest Publikum, warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Jesus von Nazareth. Hier, über den haben Boris und ich diskutiert, ob der witzig ist. Ich probiere das mal. Jeder kann Pussy Riot sein. Setz dir eine Maske auf und führe einen Protestakt aus. Darth Vader. Ja, gut. Das ist ein Zitat. Ich fand das Zitat sehr lange sehr interessant. Und ich selber, mir ist nie jemand eingefallen, dem ich das gut zuordnen kann. Und die App hat es aber, finde ich, perfekt gemacht. Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig. Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Durex. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. So, Leute, einen mache ich noch. Ach, mein, dein, das sind noch bürgerliche Kategorien. Deutsche Bank.